Der Mythos des Narziss stand Pate, als um 1900 der moderne Begriff Narzissmus geprägt wurde. Er beschreibt menschliche Eigenschaften wie Eitelkeit, Eigenliebe, Selbstbezogenheit. Und er ist populärer als je zuvor. Mit dem schillernden Phänomen hat der antike Narziss nur wenig zu tun. Seine Geschichte erzählt der römische Dichter Ovid in seinem epischen Gedicht Metamorphosen. Ein schöner Jüngling geht zum Weiher und erblickt dort im Wasser sein eigenes Spiegelbild. Er ist von diesem Spiegelbild sehr affiziert, geradezu emotional auch angetan, erotisch angetan und verliebt sich in dieses Spiegelbild. Wobei das Ganze nicht nur im optischen Wahrnehmungsbereich bleibt, sondern durch eine Nymphe mit dem schönen Namen Echo auch noch eine akustische Dimension bekommt. Er meint nämlich, dass dieses Spiegelbild auch mit ihm spräche. Echo ist von den Göttern bestraft worden damit, dass sie keine eigene Sprache hat, beziehungsweise keine eigenen Worte hat, sondern nur das wiedergeben kann, was andere sagen. Narziss verliebt sich also optisch und akustisch in einen anderen und diese Illusion zerbricht aber. Er merkt, dass das, was er dort sieht, kein anderer ist, sondern dass es am Ende er selbst ist. Und diese zwischen Erkennen und Verkennen oszillierende Szene ist, glaube ich, das Signifikante auch an diesem Mythos. Ovids Narziss hat Künstler, Dichter und Wissenschaftler inspiriert. Das Schicksal des schönen, unglücklichen Jünglings wurde zum Gegenstand künstlerischer Auseinandersetzung. Das sind Momente wie Ich-Identität und Alterität, also ich selbst und der andere, Spiegelung, Doppelung, Selbstliebe, aber auch Liebe zum anderen, verhinderte Liebe und Verletztheit. Nicht erwidertes Begehren, das sind alles Fragestellungen oder Themen, die den Menschen unmittelbar betreffen. Denn jeder liebt irgendwann mal, jeder wird irgendwann einmal oder die meisten werden irgendwann einmal in der Liebe desillusioniert und beschäftigen sich damit Fragen, die in dieser Fassung des Ovid verhandelt werden. Der Begründer der Psychoanalyse, Sigmund Freud, bediente sich der antiken Figur, um übersteigerte Selbstliebe und Selbstbezogenheit zu erklären. Der Mythos wurde zum Exempel. Er illustrierte die Verwerflichkeit der Eigenliebe und wurde in der Moderne als Ursituation zum Bestandteil psychologischen Wissens. Von dem Mythos sind nur zwei Überlieferungen bekannt. Beide entstanden um den Beginn der christlichen Zeitrechnung. Einige Jahre vor Ovid verfasste der griechische Mythograf Konon eine etwas andere Erzählung von dem Jüngling. Nach Konon ist Narziss ein schöner junger Mann, der sehr viele Verehrer hat, diese aber alle zurückweist und einen, der absolut nicht locker lassen möchte, Armenias, besonders hart zurückweist, indem er ihm einen Dolch schickt. Armenias bringt sich daraufhin um mit dem Dolch, ruft aber Eros an und bittet um Vergeltung. Daraufhin passiert Folgendes: Narziss erblickt sein Spiegelbild in einer Quelle, verliebt sich und tötet sich seinerseits. Das hat zwei Gründe nach Konon. Einmal findet er die Situation auswegslos und dann findet er, dass er zu Recht leide, weil er ja den Liebhaber zurückgewiesen hat. Konons Text weist zurück in das klassische Zeitalter zwischen dem 7. und 5. Jahrhundert vor Christus. Ort des Geschehens ist Thespia, eine Stadt in Mittelgriechenland. Deren Bewohner reagieren erschreckt auf den Doppelselbstmord und entschließen sich daraufhin zum Handeln. Wir müssen dem Eros, der hier beleidigt wurde, mehr opfern. Wir müssen ihn ehren, verehren. Wir werden ihm ab jetzt private und öffentliche Opfer darbringen. Und die Thespier erklären sich aus dieser Begebenheit den Ursprung der Narzisse. Die Blutstropfen des Narziss, die bei seiner Selbsttötung zu Boden gefallen seien, ja, hätten den Boden bereitet, aus dem die Narzisse gesprossen sei. Für Almut Barbara Renger ist Konons Text ein beeindruckendes Zeugnis.
Die Erzählung berichtet von der Entstehung eines Kultes, der Anbetung des Gottes Eros. Und es findet sich darin eine alltägliche Praktik jener Zeit, die der sogenannten Knabenliebe. Dabei handelt es sich nicht wirklich um Liebe zu Kindern oder zu Knaben, sondern es geht um ein Verhältnis zwischen einem Älteren, einem Liebenden, einem Begehrenden, der wird Erastes genannt im Griechischen, und einem Jüngeren, einem Geliebten, einem Eromenos. Über dieses homosexuelle Liebesverhältnis wird bis heute spekuliert. Eine Vermutung ist, dass es sich um eine Initiation in die Gesellschaft der Erwachsenen handelt. Eine sozialhistorische Deutung besagt, dass der Jüngere gelernt hat, sich nicht etwa widerstandslos einem Älteren zuzuwenden, sondern wissend, dass er aus dieser Beziehung profitiert, sich entscheiden kann für jemanden. Den Römer Ovid interessierte dieser Aspekt der Überlieferung wohl nicht, denn sein Narziss hat männliche und weibliche Verehrer. Arminias Part übernimmt die Nymphe Echo. Den liebestrunkenen Krieger erwähnt Ovid mit keinem Wort. Die Knabenliebe spielte in seiner sozialen Wirklichkeit keine Rolle mehr. Dafür widmete Ovid in seinem epischen Gedicht viele Hexameter dem quälenden Erkenntnisprozess des Narziss. Der schöne Jüngling glaubt lange, im Wasser jemand anderen zu sehen. Narziss redet mit seinem Spiegelbild und sagt: Ich rufe dir zu, ich versuche dich zu umarmen, und aus den Bewegungen deines Mundes schließe ich, dass du zu mir sprichst, aber ich kann nichts hören. Und daraufhin folgt plötzlich die Erkenntnis. Und er sagt: Ich bin es selbst. Ja? Ich erkenne mich. Und mein Bild täuscht mich nicht länger. Die Konfrontation des Narziss mit dem eigenen Abbild im Wasser ist eine komplexe Angelegenheit. Narziss kann nicht begreifen, dass das von ihm entfernt erscheinende Bild ihn selbst zeigt. Es ist also, wenn man so will, ein imaginäres Selbst, was er dort in diesem Spiegel sieht. Es ist nicht wirklich, es ist gewissermaßen auch entwirklicht. Es ist eine Art von Illusion. Und das macht das Interessante, auch bis heute interessant gebliebene eigentlich an dieser Erzählung aus, dass es auf der einen Seite eine reale Person gibt, natürlich im Mythos reale Person, namens Narziss, die das eigene Selbst sieht, was natürlich kein anderer ist, aber es sieht dieses eigene Selbst an anderer Stelle. Also es ist gewissermaßen zweimal vorhanden. Wie wäre Narziss' Leben verlaufen, wenn er nie in sein Spiegelbild geblickt hätte? Ein Leben ohne Sehnsucht, Träume und Illusionen? Thomas Wegmann ist sich sicher, Sehnsucht braucht immer Bilder. Jedenfalls in einer visuell starken Kultur wie der unsrigen. Aber warum musste Narziss sterben? Man weiß eigentlich nicht genau, warum er stirbt. Er muss sicherlich nicht sterben, er stirbt aber. Man könnte auch sagen, dass Narziss mit einem Potenzial konfrontiert worden ist, was jederzeit wieder passieren kann. Also es ist ja nicht ausgeschlossen, dass ihm an anderer Stelle ähnliche Situationen passieren, dass er nicht gefeit davor ist, sich in Illusionen zu verlieben, beziehungsweise nicht trennscharf zwischen diesem Illusionären und dem Realen zu unterscheiden, sodass man am Ende auch fragen kann, ob dieser Tod nicht die einzige Möglichkeit ist, aus diesem Unentschieden zwischen Illusion und Realität auszubrechen. Der Blick in den Spiegel erzeugt immer ein Gegenüber. Doch fällt er bei unterschiedlichen Menschen meist unterschiedlich aus. Es gibt Leute, wenn sie in den Spiegel schauen, die eigentlich nur die eigenen Falten sehen oder Ansätze von Pickeln oder Ähnliches. Und es gibt andere, die sehen das überhaupt nicht, sondern sie sehen eigentlich sich so, wie sie sich gerne sehen würden. Also eigentlich auch eine idealisierte Form des Selbst. Man kann auftreten als eine Art von Marlon Brando, wenn man sich vor dem Spiegel sieht. Deswegen ja auch diese Posen, die man gerade vor Spiegeln oder in Spiegeln einübt, wo man gewissermaßen eine Art von besserem Selbst, eine Art von anderem Selbst versucht zu erzeugen. Und das ist natürlich alles andere als ein realistisches Abbild. Aber was ist schon Realismus, sagt dann der Spiegel oder fragt der Spiegel.
Ovids dramatische Szene am Wasser setzt voraus, dass Narziss noch nie zuvor sein Bild im Spiegel gesehen, geschweige denn sich selbst darin erkannt hat. Die erste Konfrontation mit dem eigenen Spiegelbild durchlebt jeder Mensch, meist im Alter von 18 bis 24 Monaten. Da lernt das Kind, dass das, was es sieht, es selbst ist. Der russische Filmemacher Viktor Kosakowski hielt in seinem Film Sjato diese erste Begegnung fest. Das Kind geht sozusagen im Galopp durch alle Entwicklungsstadien der Auseinandersetzung mit dem eigenen Spiegelbild durch, von wirklich der Neugier, der Verwirrung bis hin zur Verzweiflung, weil es das Spiegelbild nicht fassen kann, so wie Narziss eben auch verzweifelt war. Ganz zum Schluss in diesem gesunden kindlichen Narzissmus, der natürlich auch in einer angemessenen Weise von dem dann auftauchenden Vater auch noch mit unterstützt wird, indem er sagt, das bist du. Dieser gesunde, kindliche Narzissmus ist, so Hans-Peter Hartmann, als natürlicher Egoismus und Selbsterhaltungstrieb eines Kleinkindes zu verstehen. Nach der Theorie Sigmund Freuds durchläuft jeder Mensch diese erste Lebensphase. Bei Freud gelangt das Kind in den primären Narzissmus und von dort wendet es sich dann eben der äußeren Welt, anderen Objekten, wie man das so ausdrückt, zu. Und während es vorher im primären Narzissmus seine ganze Libido, also die Sexualenergie bei Freud, sich selbst zuwendet, wendet es dann einen Teil dieser Libido dem Objekt zu. Doch wenn das Kind gekränkt, enttäuscht, wenn es gar verlassen wurde, zieht es seine Libido vom anderen ab und wieder auf sich selbst zurück. Freud nannte diesen Zustand sekundären Narzissmus. Und daraus, so seine Theorie, kann dann beim Erwachsenen ein krankhafter, ein pathologischer Narzissmus entstehen, der sich in Symptomen wie Größenwahn und Verlust des Interesses an der Außenwelt zeigt. Freuds Aneignung des Mythos hat den Mythos seiner Tiefe beraubt. Narziss wurde durch Freud gewissermaßen pathologisiert. Dadurch, dass seine Theorien in vielfacher Form aufgegriffen wurden, diskutiert wurden, dadurch, dass Narziss als Narzisst im Zusammenhang mit Narzissmus-Theorien als pathologische Gestalt begriffen wurde, war seine Wahrnehmung negativ. Zeitgleich zur Psychologisierung des Mythos wurde Narziss in Künstlerkreisen zu einer positiven Figur, zu einem Vorbild für kontemplative und kreative Selbsterkenntnis. Der Künstler steht für den Menschen, der es vermag, sich aus der technisierten Welt, aus der industrialisierten Gesellschaft zurückzuziehen und selbst kreativ zu sein
und sich durch diese Kreativität einzubringen auf eine Art und Weise, vielleicht auch, auch zu verewigen, der Kultur einzuschreiben und damit unsterblich zu machen. Der Künstler verstand sich als Gegenentwurf zur gesellschaftlichen Wirklichkeit. In den Großstädten Europas bildete sich Ende des 19. Jahrhunderts eine Subkultur, die Bohème. Maler, Dichter und Musiker zogen sich in ihre Ateliers und Salons zurück, suchten in der Selbstbetrachtung nach den Möglichkeiten, sich künstlerisch auszudrücken. Die bekannteste Bewegung in dieser Hinsicht ist die Dandy-Bewegung, die eben sich schon äußerlich über eine schöne Kleidung und Gestaltung des Äußeren abgrenzen möchte von der Realität, von der Hässlichkeit der Stadt, der sie umgibt. Einer dieser Dandys war Oscar Wilde. Der englische Schriftsteller kannte aber auch den Preis ewiger Schönheit und Jugend. Die Kunst, so schrieb er, ist kein Spiegel, sondern ein Kristall. Sie schafft ihre eigenen Gestalten und Formen. Man denke nur an Oscar Wildes berühmten Roman The Picture of Dorian Gray von 1891, in dem der Protagonist, die Hauptfigur, sich ja einem Porträt gegenüber sieht, das zwar altert, während er aber nicht altert, und das nach und nach immer grausigere Züge annimmt, während er immer maßloser und grausamer wird, aber selbst äußerlich makellos, jugendlich schön bleibt. Narziss war eine der zentralen Figuren dieser Künstlerepoche. Er bot den Künstlern die Möglichkeit, so Sebastian Staus, sich in einem Rausch paradiesischer Schönheit und Zeitlosigkeit zu bewegen. Die Sehnsucht zurück nach einem Urzustand, einem Paradies in poetischer Form, findet sich in der französischen Literatur zu Beginn der 1890er gleich mehrfach. Einmal bei André Gide zum Beispiel in seinem Traité de Narcisse, in dem Narcisse eben zu einer Figur des Beobachters im Paradies wird, von dem er aufbricht in die Zivilisation. Und dann gibt es das andere Beispiel in der Lyrik bei Paul Valéry, der dann auch den Moment des Abschieds von diesem Paradies Urzustand ganz deutlich ausgestaltet, wenn sich dann Narziss selbst von seinem Spiegelbild verabschiedet, weil er weiß, dass es unwiederbringlich verloren ist in dieser paradiesischen Konstellation. Que je déplore ton éclat fatal et pur, si mollement de moi fontaine environnée. Wenn man Paul Valérys Gedicht Narcisse Parle nimmt, das ein regelrechter Klagegesang eigentlich auch ist, dass man diese Schönheit nicht festhalten kann, dass sie einem entgleitet, kommt man auch schnell an den Punkt, dass die Künstler der Jahrhundertwende auch von Selbstzweifeln regelrecht zerfressen sind, wie man sich an diesen alten Formen noch bedienen kann und ob das nicht eigentlich auch ein Aufgeben der Originalität mit sich bringt, an die man als Künstler vorher eigentlich dann doch meistens geglaubt hat. Der Schriftsteller und Dramatiker Frank Wedekind bewegte sich Anfang des 20. Jahrhunderts in den Künstlerkreisen Münchens. Für lange Jahre war er ein richtiger Bohemien. Mit Lulu schuf Wedekind eine Bühnenfigur, die Männern als Projektionsfläche dient. Der Komponist Alban Berg hat Wedekinds Drama vertont. Aus dem Dichter Alva machte er einen Komponisten. Es wird meistens bei Lulu von der Titelfigur gesprochen. Ich persönlich finde eigentlich die Männerfiguren wahnsinnig spannend, weil sie diese narzisstischen Typen sehr deutlich verkörpern. Und da sind diese beiden Künstlerfiguren in dem Stück, Alva, der Komponist, der Bohemien, und der Maler, der eher sozialscheue, der gar nicht weiß, wo er hin soll mit seiner Kunst und mit seinem eigenen Begehren. Die sind da sehr einschlägig, was diese narzisstische Projektion auf die Frau eigentlich als Leerstelle dessen, was man gerne haben möchte oder was man gerne auch selber wäre, anbelangt. Alva geht es in der Beziehung mit Lulu letztendlich immer um die eigene Kunst. Was könnte er aus ihr künstlerisch machen? Einmal
wenn er sie beobachtet, sagt er, über das Leben dieser Frau könnte man wunderbar eine Oper komponieren. Klar, wer das dann machen würde. Ein andermal, wenn er dann schon intim eigentlich mit ihr ist, fängt er plötzlich an zu erzählen, durch das Kleid, das sie trägt, empfinde er ihren Wuchs wie Musik. Und dann entwickelt sich daraus auch eine sehr virtuose Gesangsnummer, bei der man merkt, das ist ein Rausch, bei dem sich eigentlich der, der davon singt, eher an sich selbst berauscht und den Möglichkeiten, die ihm diese Frau bietet, als dass es tatsächlich um die Frau geht. Mit dem Ersten Weltkrieg veränderte sich das Selbstverständnis der Künstler. Angesichts des Grauens der Schützengräben und des Elends in den Städten waren Selbstbezogenheit, Selbstsuche verpönt. Jetzt war die äußere Wirklichkeit die einzige, die zählte. Mit spitzer Feder und gnadenlosem Strich rückten die Künstler der Realität zu Leibe. Das Ende des Zweiten Weltkriegs mit seinen Millionen Toten und dem Grauen der Vernichtungslager stürzte viele Künstler in eine schwere Krise. An der Lyrik der Nachkriegszeit kann man das deutlich erkennen. Dort, wo Narziss uns begegnet als Figur auf der Textoberfläche, wird angedeutet, dass das autobiografische Ich, vielleicht auch das lyrische Ich, in der Spiegelung dafür steht, dass der Mensch angesichts der Schrecken des Zweiten Weltkrieges auf sich selbst zurückgeworfen ist. So beklagt sich die Schriftstellerin Inge Müller in einem Gedicht »Wer gibt dir ein Recht, den Stummen zu spielen?« Und der Dichter René Char weist darauf hin, auf das Trinken kam es an, Narziss, nicht aufs Dichspiegeln. Auch in den Hochzeiten des Kalten Krieges war die Figur des Narziss unter Künstlern nicht en vogue. Doch mit dem gesellschaftlichen Wandel setzte eine Orientierung hin zum Ich ein. Oder, wie es im Jargon der 68er hieß, zum Selbstausdruck. Narziss tauchte als Identitätsfigur wieder auf, vor allem bei Musikern. Allerdings eher in Zitaten und ironisch gebrochen, so Sebastian Staus. Der Künstler verstand sich als Individuum und suchte nach seiner Rolle innerhalb der Gesellschaft. Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre kommt wieder ein Personenkult auf, den man durchaus mit der Dandy-Bewegung vielleicht auch um 1900 wieder in Verbindung bringen kann. In den Städten, die auch eine entsprechende Szene pflegen, wo Lyriker sich betätigen, die auch dann zur Musik, Lyrik, Gedichte schreiben, die aber auch dann wieder ein bisschen ironisch diese Form der Selbstspiegelung pflegen. Ladies and gentlemen, Mr. Leonard Cohen. In your wires shield me, death light, in your darkness wield me. The ponies run, the girls are young. The odds are there to beat. You live your life as if it's real. A thousand kisses deep. Bei Leonard Cohen finden sich dann so Nummern wie Chelsea Hotel, wenn er dann unter den Künstlern in diesem berühmten Hotel, Chelsea Hotel, die Affären thematisiert und dann die Textzeile kommt, we were ugly, but we had the music, was natürlich vollkommen ironisch ist, aber immer so ein Spiel auch mit der eigenen Körperlichkeit, mit der eigenen Erscheinung impliziert, die eigentlich ja auch doch auch ganz gewinnend sein kann. You fixed yourself, you said, well, never mind. We are ugly, but we have the music. Bis dato hat dieser Narziss-Mythos eigentlich immer wieder Aktualisierungen erfahren, unterschiedliche Deutungen auch erfahren, die durchaus wirkmächtig auch für unsere Kultur sind und die auch in unser Alltagsverständnis und in unsere Umgangssprache eingegangen sind, von Freud bis zu Marshall McLuhan, der das Ganze eher medientheoretisch ausgeleuchtet hat. Der kanadische Medientheoretiker sah im Narziss-Mythos die mediale Urszene schlechthin. In seinem 1964 erschienenen Buch Understanding Media warf er einen anderen Blick auf die Medien.
McLuhan betrachtete sie in erster Linie als technische Phänomene und versuchte zu ergründen, was sie mit unserer Wahrnehmung überhaupt machen. Für McLuhan waren Medien Abspaltungen, Ausweitungen oder Simulationen von Humanfähigkeiten, und Medientechniken standen für ihn im Kontext von allen Techniken, die eben bestimmte menschliche Fähigkeiten erweitert haben, verbessert haben. Beispielsweise das Rad hat den Fuß, den Ablauf des Fußes aufgegriffen und perfektioniert. Das Mikroskop hat die Sehschärfe potenziert. All das sind für McLuhan Zusammenhänge, die er dort berücksichtigt fand, also bei seiner Art, Medien zu denken, so muss man sagen. Und Narziss war für ihn derjenige, der überhaupt nicht verliebt gewesen ist, sondern betäubt und berauscht durch diese mediale Urszene schlechthin. Die spiegelnde Wasseroberfläche ist das optische Medium, in das der Empfänger, also Narziss, blickt. Er wird von dem Medium so gefangen genommen, dass er nicht erkennen kann, dass er einer Illusion aufsitzt. Für Marshall McLuhan ist Narziss der Prototyp des Medienrezipienten, der nicht entscheiden kann, was es mit dem medial produzierten Bild auf sich hat. Damit ist eigentlich die Urfrage aller Medien gestellt: Inwiefern ist das, was wir über Medien wahrnehmen, Realität? Beziehungsweise inwiefern handelt es sich um Abbilder von Realität oder inwiefern sind es Konstruktionen einer Welt, die eben durch Medien hergestellt werden. Wenn man so will, ist Narziss tatsächlich der erste Kinogänger der Menschheit. Die Krux der Medientechnologie besteht eigentlich darin, dass Medien nicht sich selbst senden können, sondern sie müssen etwas anderes senden. Sie senden mit anderen Worten Realität. Mit dem umgekehrten Effekt, dass alles, was wir über die Realität, alles, was wir über die Welt wissen, wissen wir aus Medien. Ganz egal, welches Format man dort anführt, vom Buch bis zum Internet, ist dieses gesamte Medienspektrum gegeben, was letztlich unser Wissen, unser Weltwissen generiert. Die Verfügbarkeit von Bildern, die permanente Möglichkeit, Bilder weiterzugeben, prägt nicht nur unser Alltagsleben, sondern zunehmend auch unser Verständnis von der Welt. Was wir mit unseren eigenen Augen sehen, wird eigentlich immer unwichtiger. Wichtiger ist das, was unsere medialen Hilfsmittel eigentlich von dem sehen bzw. aufzeichnen, was um uns herum ist. Deswegen ist es wichtiger, dass das Essen fotografiert wird im Restaurant, als dass es gegessen wird, oder mindestens genauso wichtig. Und man sieht immer häufiger Menschen, die gar nicht miteinander kommunizieren, sondern über ihre Smartphones. Und diese zunehmende Medialisierung auch der Kommunikation ist sicherlich ein Kennzeichen auch unserer Zeit, zumindest momentan. Anders als Narziss können wir heute unser Abbild selbst herstellen und mit Hilfe von Software nach eigenem Ideal formen. Doch die Frage, was das Erkennen von uns selbst mit uns macht, bleibt die gleiche. Und nicht nur Narziss ahnte, um Erkenntnis geht es nicht allein, sondern auch darum, was man aus ihr macht. Der Ovidsche Narziss hat aus seiner Erkenntnis keine Konsequenz gezogen. Er ist an der Quelle sitzen geblieben und hat weiterhin ins Wasser geschaut. Er hätte die Quelle, wenn wir jetzt diese Geschichte umdenken wollten, wenn wir sie korrigierend umschreiben wollten, hin zu einem positiveren Ende. Er hätte die Quelle verlassen müssen oder hätte die Quelle verlassen können und hätte seine Energie, seine Libido, seinen Trieb, seine Liebe einem anderen Menschen zuwenden können. Das hat er aber nicht vermocht.